Hallo Konfuzeier, das zweite Video, die zweite Lektion unseres Zeichnenlernens von Anfängerin für Anfänger steht heute an. Wie schon beim letzten Mal angekündigt, heute nehmen wir ein Bild auseinander, aber ohne Gewaltanwendung. Wie das Ganze vonstatten geht, seht ihr nach dem Intro. Genau. So. Also, wir haben hier unser Objekt der Begierde, das ich heute als Vorlage für das Ganze benutze, was ich schon beim letzten Mal angekündigt habe. Nämlich heute gehen wir durch, welche Form gibt es auf diesem Bild und wie zerlege ich dieses Bild in seine Grundformen, um es dann entsprechend ohne große Abhausarbeiten in ein Bild, das ich aus eigener Hand gemalt habe, zu übertragen. Ob wir dieses Bild dann später auch im Stream dann irgendwann mal nach und nach aufbauen, weiß ich noch nicht. Ich habe mir heute einen Fasermaler besorgt. Einfach aus dem Grund, den sieht man besser auf dem Papier. Zumindest an den meisten Stellen, hoffe ich. Ich gucke gerade mal, Moment. Ah, ich habe hier noch den weißen Stift. Der ist praktisch, weil hier haben wir auch dunkle Stellen. Da ist das Weiße vielleicht besser als das Dunkle. Genau. Ich hoffe, ihr seht alle die Sachen ordentlich und ihr könnt sehen, was Sache ist, ohne dass wir da großartig Probleme bekommen und ohne dass ihr nicht seht, was ich hier mache. Genau. Wenn ihr nämlich sehen würdet, wie das Kamerasetup hier steht, das ist etwas sehr abenteuerlich. Ich hoffe, dass ich bei Gelegenheit mir da eine andere Sache einfallen lassen kann. So, jetzt schiebe ich mal meine Maus aus dem Bild und wir fangen an. Also, was sehen wir hier auf dem Bild? Das Ganze ist aufgenommen auf der Buchmesse im letzten Jahr. Das ist die Halle 3, die ihr hier im Hintergrund seht. Da seht ihr den neuen Messetower. Der ist beim Skyline Plaza. Das ist hier dahinter. Und wir sehen natürlich einen der bekanntesten Gallier dieser Welt, Asterix. Der war aufgrund dessen, ihr seht es hier, am 21. Oktober kam das Buch Büchlein raus, der 39. Band der Asterix-Reihe. Die Originalzeichner und Texter sind ja leider nicht mehr, deswegen machen das jetzt andere, treten in ihre Fußstapfen und führen das Ganze fort. Finde ich toll, ein Held aus meiner Jugend, immer noch existent. Und das ganze Buch wurde auf der Buchmesse vorgestellt und ich konnte es fotografieren, habe das Bild aber nicht mit meiner Kamera, die ich im vorhergehenden Stream benutzt habe und erklärt habe, gemacht, sondern noch mit meinem Handy. Gleiches Handy filmt uns hier übrigens gerade. Genau. Gut. Also, zerlegen wir den kleinen Kerl mal in seine Bestandteile und sehen, was haben wir da. Wir haben, wie gesagt, ja, ich zeichne jetzt mal hier oben in die Ecke, gesagt, es gibt die Kreise, es gibt die Dreiecke, und es gibt die Quadrate. Bevor mir jetzt wieder einer kommt, das ist eine Flasche, mache ich jetzt hier oben zu. So, das heißt, diese drei Objekte suchen wir jetzt hier drinne und sehen, wie können wir die Teile zerlegen und wie würde es dann aussehen, wenn wir das formmäßig auf ein anderes Blatt übertragen wollten. Was müssten wir dann machen, damit wir das 1:1 übertragen bekommen, ohne dass wir es über ein Lightpad abpausen?
Ginge zwar auch, wenn man es grob macht, ist es nicht einmal eine Urheberrechtsverletzung. Aber wir wollen ja Freihand zeichnen. Genau. So, fangen wir mit den einfachsten Sachen an, die wir schon sehen, weil sie sowieso vorhanden sind. Dann nehme ich jetzt mal das Weiße, weil ich habe nämlich jetzt was gesehen, was ich nicht schwarz umranden, aber es blöd wäre. Nehme ich hier die Kreise. So, im Gürtel können wir die Kreise hier schon mal umkreisen. Das haben wir einen zweiten und hier haben wir noch einen dritten. Der ist zwar nicht ganz so rund wie der erste, aber es ist als Kreis vorhanden. So, und hier haben wir noch einen Kreis. Ja, da nehme ich aber eher dann doch lieber das Schwarz. Das Schwarz, das passt hier besser auf dem weißen Untergrund. Das ist zwar auch kein ganzer Kreis, sondern nur so eher so ein Ei. Aber, wie ihr seht, man kann da einen Kreis machen. So, das sind jetzt die vier offensichtlichsten Kreise. Nein, stimmt nicht. Wir haben noch zwei andere Kreise, nämlich einmal hier oben einen Kreis. Und dann haben wir noch den kleineren Kreis hier drinne. Den Reflexionsflecken da drinne, den lasse ich jetzt mal außen vor. Das ist zwar auch ein Kreis, aber beim Reflexionsflecken ist es immer so, dass man den dorthin packt, je nachdem wie das Licht fällt. Wenn ich jetzt also sagen würde, das Licht fällt von hier unten, wäre dieser Reflexionsflecken an weiter unten und nicht so weit oben. Genau. So, ich sehe aber noch mindestens zwei weitere Kreise in diesem Bild. Ich gebe euch jetzt gerade mal kurz einen Moment Zeit, hier im Stream zu überlegen, wo sind diese beiden Kreise. Will wohl keiner mitmachen. Gut, okay, kein Problem. Ist ja nicht schlimm. Ihr müsst ja nicht. So, der eine Kreis ist hier das Ohr. Am Arm? Ja, das siehst du. Da ist. Ja, Ohr, ich sehe gerade, hattest du auch geschrieben, Kistenkater, natürlich, klar. So, und dann haben wir hier vorne noch einen Kreis. Ich weiß, was jetzt gleich kommen wird. Das ist doch aber nur ein Teil von der Nase. Klar, aber an die Nase da vorne ist auch ein Kreis. So, den Arm, ich denke mal, du meinst hier oben. Natürlich hat man dann auch hier noch einen Kreis. Und wenn man die Hand sehen würde, hätte man hier unten noch einen Kreis. Die sieht man aber nicht, weil davor das Schwert verdeckt ist. Aber das Schwert ist auch eine gute Idee, nehme ich hier und hier. So, da komme ich aber gleich nochmal dazu. Genau, dann haben wir hier oben noch einen Kreis, den sieht man aber nur äußerst schlecht. Genau, so, und wenn man es ganz genau nimmt, haben wir hier noch einen Kreis, der das Kinn bildet und den Mund, den er da hat. Aber wir haben noch drei weitere Kreise, die direkt ins Auge fallen müssten. Das ist einmal der hier und der hier. So, das sind so jetzt offensichtlich die Stellen, wo man sagt, das sind Kreise. Aber ich sehe gerade, unser Kistenkater passt gut auf. Genau an den Füßen, hat man ja gesagt. So, was machen wir jetzt als nächstes? Machen wir jetzt als nächstes die Dreiecke oder die Quadrate? Ich würde sagen, wir nehmen die Quadrate, weil die Quadrate sind hier auf dem Bild eigentlich um einiges größer und in größeren Mengen vorhanden. So, so, also, einmal Quadrat haben wir, einmal hier. Dann nehmen wir das. Aber dann nehmen wir den
Hier, hier in den weißen Stift. So, einmal hier. 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 Und hier. So, und wenn man jetzt sagt, warum machst du das nicht, das sage ich euch gleich, warum ich das nicht mache. Als nächstes haben wir, jetzt sehe ich gerade noch einen weiteren Kreis, nämlich hier. Aber wir machen auch hier. 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 Und hier. Und dann natürlich entsprechend, weil hier die, eigentlich ist diese Haltelinie nicht da, deswegen könnten wir das Ding, das Quadrat hier weiterziehen. So. Haben wir da ein Quadrat? Wir haben natürlich aber auch hier, jetzt hätte ich beinahe die falsche Seite genommen. Wir haben natürlich auch hier unten ein Viereck. So. Den Strich da drinne, den lasse ich jetzt mal außen vor. Das ist eine Verzierungslinie. Wir haben aber auch hier ein Viereck. Auch wenn es sich unten verengt, wir haben natürlich auch hier ein Viereck. Ein weiteres Viereck bildet sich dann aus dem Rest von dem Bauch hier, also vom Oberkörper und vom Gürtelunterteil. So, hätten wir auch ein Viereck. Dann haben wir hier an der Nase ein Viereck. Man muss ja mal sagen, es ist grob. Ich finde es wirklich gut, Kistenkater, wie du mitmachst. Das ist richtig toll. Dann haben wir natürlich auch hier. So, da hätte ich jetzt mal einen Fehler gemacht. Warum habe ich jetzt da einen Fehler gemacht? Überlegt's mal. Aber wir haben natürlich auch noch hier ein Viereck. Genau. So. Und wenn wir ganz genau hingehen, haben wir noch hier. Das ist eine Raute zwar, aber das ist auch, kann man auch als Viereck bezeichnen. Und natürlich hier unten die Füße, die wir hier noch als Raute entsprechend einzeichnen können. Wobei wir diese Linie hier hinten eigentlich erstricheln müssten, weil wir sie ja nicht vollständig sehen. Und genau das ist der Grund, warum ich hier oben gesagt habe, nein, da hätte ich bei einem Fehler gemacht. Das sind nämlich keine Vierecke, sondern Dreiecke. Da hast du natürlich völlig recht, Kistenkater. Genau. Gut. Das ist richtig. So, wir haben aber natürlich auf dem Bild noch weitere Vierecke, die wir grob einzeichnen können. Nämlich einmal hier das große Gebäude. Das geht natürlich dann hier hinten. Würde das hier hinten weitergehen. Klar. Hier runter. Oh, das wäre ein Viereck. Dann haben wir hier noch mal eins. Das natürlich teils hinter der Figur verschwindet. Aber wenn wir dann gucken, auch hier haben wir noch mal ein Viereck, was dann in zwei weitere Vierecke unterteilt ist. Das sind aber Dinge, genau wie hier hinten das Gebäude natürlich. Zwei Vierecke sind. Aber das sind ja nur Hintergrunddinge. Hier unten hätten wir am Fuß auch nochmal ein Viereck, aber auch den lassen wir im Groben jetzt erstmal weg. So, die Gebäude hier oben habe ich rein aus dem Punkt reingezeichnet, weil sie halt da sind, damit man dann auch weiß, aha, das sind auch Vierecke, genau. So, als letztes haben wir dann natürlich noch die Dreiecke. Klar, da haben wir einmal hier oben das Dreieck. Wir haben hier ein Dreieck. Wir haben hier ein Dreieck. Und wir haben natürlich auch hier ein Dreieck. Und hier unten nochmal ein kleines. So. Dann haben wir hier ein Dreieck. Das ist der Helm. Der hat hier oben zwar ein Puschel, aber egal. So, dann haben wir hier ein Dreieck und hier ein Dreieck. Das sind die beiden Flügel vom Helm.
So, die Arme sind natürlich auch Dreiecke. Genau. So. Da habe ich natürlich noch verpasst, hier und hier, das wäre ein Viereck, und hier, das ist auch ein Viereck, und hier unten ist noch eine Raute dran vom Schwert. Hier unten haben wir noch mal ein Dreieck. Oh, grob gesehen haben wir jetzt Asterix in seine Einzelteile zerlegt. Wenn ich jetzt diese Linien grob nehme und übertrage sie auf ein leeres Blatt Papier, das mache ich jetzt heute nicht, sondern das machen wir dann demnächst irgendwann mal. Aber das Bild behalte ich mir im Hintergrund. Könnte ich, wenn ich es dann fein ausarbeite, natürlich ja, hier, genau, du meinst das hier, oder? Meintest du das? Ich habe hier gerade die Frage gekriegt, am Arm ist ja auch nochmal ein Dreieck. Ich denke mal, das war gemeint. Genau, okay, ja klar, hast du natürlich recht, das ist auch ein Dreieck. Das hatte ich jetzt, es fiel mir gerade ins Auge und dann habe ich deine Frage gelesen, deswegen habe ich die jetzt beantwortet, genau. So, wenn ich jetzt diese einzelnen Teile, so wie sie hier sind, nehme und übertrage sie, wie gesagt, auf ein leeres Blatt Papier, könnte ich damit den Asterix in der Feinarbeit wieder ausarbeiten. Ist nicht ganz einfach, gebe ich zu, aber es wäre möglich, ohne dass ich direkt grob abhause. Oder direkt abhause oder mir eine Vorlage daraus mache, indem ich die Farben weglösche. Gut. So, liebe Konfuzeier, das war's. Ihr habt gesehen, wir haben den Asterix ein wenig auseinandergenommen, aufgeschlüsselt in seine Basisgrundformen. Und bei Gelegenheit gehen wir dann das Ganze an, wie ich schon gesagt habe, und übernehmen das mal von diesem Foto auf ein Bild und malen das dann gemeinsam nach. Beim nächsten Mal ist das aber noch nicht der Fall. Was wir beim nächsten Mal machen, das kann ich euch noch nicht sagen. Das weiß ich nicht selber, ich bin mir da nicht so ganz sicher, was ich für euch anfange. Aber wenn euch dieses Video zumindest gefallen hat, schenkt mir schon mal einen Daumen hoch. Wäre nett. Wenn ihr Fragen, Anregungen und Ideen habt, unten damit in die Kommentare. Und ja, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, ein Abo dalassen. Dann werdet ihr, wenn ihr die Glocke dann noch zusätzlich aktiviert, darüber auch informiert. Mir bleibt nur zu sagen, bleibt kreativ und tschüss.